Hallo und herzlich willkommen. Wir haben schon die Bestia von Johto. Und jetzt holen wir uns die Bestia von Johto. Ich wollte gerade sagen, die zweite. Aber nur vom Level her, denn cooler ist die Bestia, die wir schon haben. Ich wollte gerade sagen, die Bestia von Kanto ergibt ja so gesehen keinen Sinn, weil wir ja wieder nach Johto gehen. Genau. Wir haben ja in Mamoria City ein schönes Item bekommen, was sich Buntschwinge nennt. Und es gibt ja ein Pokémon, was bei Soul Silver auf dem Cover drauf ist und ein Pokémon, was bei Heart Gold drauf ist. Das Coole an diesen Spielen, im Gegensatz zu späteren Teilen bei Platinum Gold oder bei Saphir und Rubin, wo man nur eins von diesen beiden Cover-Pokémon bekommen hat, bekommt man hier gleich beide. Genau. Und das Nicht-Cover-Pokémon sogar auf einem viel besseren Level. Und zwar fliegen wir jetzt nach Teak City. Nee, nach Teak City. Das Nein. ist die Stadt links oben davon. Da ist der Pokéathlon. Ach, hier, ja. Genau. Nazgul ist wieder mit an Bord. Also ja, das habe ich noch nicht erwähnt oder wurde noch nicht erwähnt, ist ja egal. Also für alle, die sich gefreut haben, yay, yeah, er ist nicht dabei. Möchtest du nicht erwähnen, dass du dabei bist? Ich bin dabei. Also für alle, die sich freuen, ey, er ist nicht dabei, ich bin wieder dabei. Also ihr könnt das Video jetzt ausmachen. Ich bin dabei, bist du dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Sagt der Alter eigentlich was anderes, weil wir jetzt die Klarglocke haben. Und eigentlich gibt es keine Leute, die sich wundern, warum ich dabei bin, weil es steht im Titel, dass ich dabei bin. Kontrollposten vor dem Glockenturm, kein Zutritt. Ja, hier geht's in die Ostzone. Damals mussten wir, glaube ich, gegen 5 Wächter kämpfen, die alle Noctur hatten. Echt? Echt? Die haben wir schon mal angesprochen, die sagen nichts Sinnvolles. Sehr schön. Das ist der einzige, der von uns was will. Nur weil du den Ordner kämpfst, das heißt es noch nicht gleich, dass es dir auch gelingen wird, Ho-Ho zu rufen. Aber es ist zumindest Grund genug, dich hier durchzulassen. Bitte, du darfst gehen. Durchzulassen. 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 Nein, das hier wird nicht gehen. Oh, hier gibt es auch eine Stücke. Glocken. Aber hier liegt bestimmt irgendwas rum. Ist der? Wir sind sogar fast draufgetreten. Es wachsen Pilze. Es wird wahrscheinlich jedes versteckte Item wahrscheinlich ein Pilz sein. Du könntest recht haben. Hier ist übrigens Herbst. So, wir sind vor dem vor der Turmruine. Oder ist das noch der Kopf? Ist egal. Nee! Das ist die Themen. Das ist in irgendeinem Pilz wieder, wenn das wieder an irgendeinem Baum dran ist. Ja, aber es ist Geld. Was war Riesenpilz? 3700, das war Riesenperle, 3750. Riesenpilz ist 3500. Da ist ein Radfratz, da sind zwei goldene Glockel. Und ich würde sagen... Wir aktivieren erstmal einen Topschutz. Ja, wir aktivieren erstmal. Dann möchtest du hier gegen 20.000... Radfratz? Radfratz Apollo oder was hier kommt, erkämpfen? Ganz ehrlich? Nein, aber ich würde vor 20.000 fliehen. Also in Soul Silver kann man in die Strudelinseln am Anfang und in den Glockenturm jetzt, wenn man die Buntschwinge hat. Und bei Heart Gold ist es andersrum. Aber das ist doch... Eine Phönixfehler. Damit können wir tote Leute wieder bringen. Du hast sie also gefunden. Bitte, du darfst weitergehen. Also irgendein Wanderer hat sie gefunden und hat sie uns geschenkt. Ein alter Mann, der früher einmal Johto bereist hat. Hier hätten wir also jederzeit durchgehen können. Also ein bisschen so... Gehen wir mal. Jetzt geht's ja schon mal gut los. Es kommen ja labyrinthische Ausmaße. Ja, es sind Rampen und du kannst nur in die Richtung springen, in denen die Rampen... Tja, Ampharos, das war's mit uns. Das heißt, jetzt nach oben könntest du nicht laufen, du kannst jetzt nur noch nach links laufen oder unten wieder zurücklaufen. Das sind quasi die Rampen, die das an sich hat. Ja, genau. Und da irgendwo bei der Treppe scheint ein Item zu sein, wie man sieht. Hüpf, hüpf. Ja, jetzt kannst du auch nur da lang. Also bisher nicht wirklich schwer, nach unten geht's zurück. Im Prinzip gab es bisher nur einen Weg, wenn man so will. Ah, okay. Du hast das Themchen mitgenommen. Ach, ist egal. Wozu mache ich den Scheiß? Weiß ich nicht, ich konzentriere mich jetzt darauf, hier lang zu kommen. Das ist quasi meine Aufgabe, was ich dir jetzt sagen muss, immer halt an, du Unhold. Oder was möchtest du mir damit mitteilen? Also warte mal, jetzt kommt's da, gibt's ein Item. Aber da hätten wir den ersten Weg nehmen müssen. Genau. Also hier lang. Ja. Ich zeige gerade mit dem Finger auf den Monitor, das seht ihr also nicht. Hier lang, und dann links und dann hier und dann wären wir da gewesen und hätten wir so weiter oder hier weiter. Aber diese ganzen Vitamine, die es hier geben soll, wir haben geguckt, es gibt hier keine TM. Deswegen verpassen wir nichts Besonderes. Ja, also ungefähr wie es in den Seeschaubinseln war. Es gibt ein paar Proteine, KB Plus, Sonderbonbons, Beleber, also ein Gedöns.
Aber ich mache trotzdem die Themenradar an für Zeug, falls wir mal vorbeilaufen sollten. Hier haben wir nur eine Möglichkeit. Die Möglichkeit lautet, nicht das Item aufzuwählen. Ich achte gar nicht drauf, was... Ja, darum werde ich das nächste Mal, wenn es ausschlägt, einfach dir in die Magen... Gegend reinboxen und dann weißt du, dass du stehen bleiben sollst. Wenn nur Nasko weiter spricht, dann hat er mir eine gelangt. Geh mal wieder zum ersten oder geh mal zum zweiten? Das erste, oder? Und was hast du dem noch mit? Ah, da ist die Treppe. Nee. Na gut. Treppe schlägt Item. Mathematisch bewiesen. Jawohl. Das ist das die Brücke, Geräusch. Ich wollte sagen, was knackt denn hier das so? Das ist das Geräusch, was der Turm macht. Stehen bleiben. Weiterlaufen. Hier gibt es ja nicht so viel zum Springen. Ich gebe dir einen neuen. Wenn du mir versprichst, dass die Themen da oben zu holen. Ja, den gehe ich holen. Gut. Bin ich aufs Fahrrad steigen? Bestimmt nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist ein altehrwürdiger Turm. Der bricht zusammen, wenn wir da auf dem Fahrrad sitzen. Wir haben das Fahrrad zwar im Rucksack, weswegen wir das Gewicht sowieso dabei haben. Ja, es geht ja darum, vom Fahrrad könntest du ja umkippen und dann könntest du ja runterfallen und das ist ja Verletzungsgefahr. Wenn du so läufst, abgesichert, siehst du nicht die Seile da drunter? Wenn du läufst, kannst du nicht runterfallen. Wir sehen, was hier für super Items sind, das war ein Hyperheiler. Ja. Hat sich also definitiv... Von denen hast du schon drei in vor zwei Folgen erst wieder verballert. Jetzt gibt's sogar schon Teleporter hier, jetzt geht's ja los. Und wir hüpfen mal Teleporter benutzen. Ich würde mal sagen, wir hüpfen erstmal. Na gut. Ich sehe, du hast dich richtig entschieden, denn da oben liegt ein Item. Das ist ein Top-Beleber. Das ist was Sinnvolles. Jetzt nach unten gehen? Ja, nein, wenn wir nach links gehen, kommen wir wieder zurück. Nee, zum Teleporter mache ich zurück, aber. Achso, ja, nein. Ich weiß nicht, ob das Teleporter sind, ob es einfach Lichtmasten sind. Ich könnte mir vorstellen, das sind bestimmt Teleporter. Wieder geht's nach unten? Das sind bestimmt Teleporter, oder? Probier mal. Wo sind wir jetzt auf einmal bei Sabrina in der Arena landen? Ist hier was ganz falsch gelaufen. Oh shit, es sind da richtig viele Teleporter. Okay, gut, jetzt haben wir gerade nicht so viele Optionen, wo wir hingehen wollen. Ein Item! Ein Hinweis! Hey. Ja, nehmen noch was für den Modekoffer. Aber was? Ein Flauschrauch. Was auch immer das ist. Wo ist denn das scheiß Item? KP Plus. Letztes Mal schon festgestellt, dass drei unserer Pokémon gar kein KP Plus mehr benutzen können. Und die wissen, wo wir hier landen. Ich weiß es auch nicht, wo wir landen, weil wir haben ja auch hier nie irgendwie, in welcher Etage wir sind oder so. Ah, hier ist eine Thema irgendwo. Das nimmst du mit. Die erste Hälfte von Carbon Dioxide haben wir gefunden. Das ist aber nur das Dioxide. Jawoll. Ist auch das Top-Genesung aus dem Quappo-Kampf wieder aufgefrischt. Treppe oder Teleporter? Teleporter. Oder? Wo war denn eine Treppe? Nee, von hier sind wir gekommen. Na, dann sag ich, wo war denn hier eine Treppe? Ich meinte Leid. Ich meinte. Nee, ich meine, wo waren hier eine Treppe? Ich meinte Weg nach unten. Die da an die Themen? Hier waren wir doch schon, oder? Na, die Treppe kannst du laufen, da kommt kein Pokémon. Ja, keinen Schritt zu viel mit Schutz machen. Das sieht doch schon sehr nach oben aus, oder? Das sieht vor allem schon sehr einsturzgefährdet aus, dass dort eine extra Holzplanke hingelegt werden muss. Bitte lass uns speichern. Oh, wer ist denn da? Hallihallo! Kentucky Fried Chicken. Und auch so speichern? Nö, oder? Na dann. Speichern? Ich speichere nochmal auf der 4, falls ich aus... Let it rumble. Let it... Also wir machen jetzt die erste legendäre. Welches rein optional. Musik ist aber anfangbar geil von der Musik, jetzt so scheiße. Das habe ich ja bei Lugia auch schon gesagt. Das einzige, wollen wir noch einen Ladungsschluss probieren, aber. Ja klar. Aber Bier zum Ball werden wir sind. Also, okay, damit wird es nicht paralysiert. Aber damit schwächen wir es. Level 70. Ja. Wir werden mehrere Versuche anlaufen, nicht. Weil wir es nicht so schnell gefangen bekommen und weil es uns besiegen wird. Bodyguard schützt 5 Stunden, 5 Runden vor Paralyse, oder? Ja. Wäre ich eigentlich dafür, wir wechseln Heilkoden aus. Ich würde sagen, wir wechseln Heilkoden aus, weil die Paralyse eventuell gebrauchen können. Na, dann wechsel aus, aber gegen wen? Das ist ein Volltreffer, keine Angst.
Na, wenn wir halt Groden dann später nur noch drin lassen, damit er getroffen wird. Tausch jetzt. Ich glaube, Ho hat keine physischen Attacken. Tausch, was ich gegen Harald. Harald geht eher als erstes wieder drauf. Zum Verheizen. Ja, kann man da immer. Zum Beispiel kann man nochmal Rasierblatt machen mit Harald. Ja, oder so. Was macht Harald denn sonst außer verheizt werden? Sind wir ehrlich. Antikraft. Es wäre natürlich unschön, wenn Ho damit seinen Statuswert erhöhen würde. Tut es nicht. Na, wach nochmal Rasierblatt, ja. Rasierblatt Volltreffer, selbst dann würde es überleben, denke ich mal. Ja, weil wir kommen jetzt auch nicht in den roten Bereich, dass es stärker wird. Wir ziehen, denke ich mal, ein oder zwei Striche ab. Nee, ein bisschen mehr. Nee. Oh. Okay. Nee, Ho, oh. Echt. Strafattacke, was ist denn das? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Oh shit, jetzt ist kennst du die Attacke nicht, Strafattacke? Ich kenne sie namentlich, ich weiß, dass sie existiert, aber ich weiß weder, wie stark sie ist, noch ob sie jetzt unbedingt Typ Kampf ist oder Unlicht oder was auch immer. Jetzt lässt der Bodyguard, jetzt fangen wir einfach mal an, Bälle zu werfen, bis Harald weg ist, nicht wahr? Ja. Was anderes, da fällt ja, dir was besser sein? Superball, Schwerball, Flottball? Überball, erstmal anfangen mit dem Überball. Vielleicht ist er wie Relaxo und wir fangen es gleich mit dem allerersten Ball. Oder halt eben nicht. These widerlegt. Ich hasse Ho-Oh. So hässlich. Ich mag auch Lugia viel mehr. Zumal Ho-Oh ist für mich wie Lavados, einfach Feuerflug. Aber Lugia ist was Besonderes. Ja, aber Lavados sieht wenigstens noch halbwegs hübsch aus. Ho-Oh ist einfach nur hässlich. Das ist einfach so ein Goldgockel. Bei Pokémon Mystery Dungeon ist Ho-Oh ja der Chef der drei Hunde-Pokémon. Also der Anführer oder so. Während Lugia einfach, ich weiß nicht, was Lugia verkörpern soll, aber Ho-Oh ist ja bei Mystery Dungeon, wenn du die drei Hunde in den jeweiligen Dungeon besiegt hast, kannst du dann zu Ho-Oh gehen. Ja, und wenn du dir den zweiten Pokémon-Film angesehen hast, weißt du, dass Lugia der Chef der drei Vogel-Pokémon ist. Ah, es ergibt natürlich Sinn. Das hat nämlich mit den drei Vögeln zu tun. Wusstest du, dass Ho-Oh in der allerersten Pokémon-Anime-Folge zu sehen ist? Das ja. Das liegt nämlich am Himmel. Ja, das wusste ich. Und da weiß aber noch, es wird auch auf überhaupt keinen Bezug genommen. Doch, er staunt, glaube ich, sagt, oh, ist das schön? Ja. Das war's, glaube ich. Genau. Aber wusstest du... Strafattacke trifft vielleicht physisch. Ja, aber wusstest du, dass Ho-Oh rückwärts gelesen Ho-Oh ist? Hört mich vom Hocker. Beutel. Nee, ich würde jetzt probieren, auch wirklich Donnerschlag mehr. Nee. Jetzt haben wir es nämlich in einem schönen Limit. Es hat noch kein Läuterfeuer. Vielleicht kann es gar kein Läuterfeuer mehr, weil es also... Es hat er bisher erst drei Attacken eingesetzt. Vielleicht ist es wie Relax so, dass der keine Erholung mehr kann, ja. Weil er vielleicht auf Level 70 ist. Ich glaube, das war sogar früher in den Originalspielen so, dass du sozusagen die Strafe, in Anführungsstrichen, dass du das Pokémon nicht in der Originaledition, sondern erst auf Level 70 fängst, war, dass sie, glaube ich, ihre Standardattacke nicht mehr konnten. Also Lugia Level 70 konnte, glaube ich, keinen Luftstoß mehr und Ho-Oh Level 70 konnte kein Läuterfeuer mehr. Doch. Ja, ich sag ja früher im Originalspiel. Dann scheint das jetzt geändert worden. Und auf jeden Fall möchte ich meinen, dass auch das Ho-Oh Level 70 keine Zauberasche getragen hat, sondern bloß das Ho-Oh Level 45. Na, Ho-Oh ist ja wieder Phönix aus der Asche. Ja, na, darum hat sie auch die Feuerasche. So, komm, Hotdog. Solange er noch Läuterfeuer einsetzen kann, hat wir bis 5 AP, können wir auch Hotdog noch nehmen. Wir wollen ihn nicht vergiften, das bringt uns ja noch weniger. Ja, Flammenwurf vielleicht, aber da ist unser Spezialangriff mit dem Wahlglaus, glaube ich, so groß, dass es das... Ja, wir haben gerade so einen schönen... Wir haben halt keine... Da brauchen wir einfach was Wiederbeleben für die Paralysechance, aber wenn er eh nur fern... Das ist jetzt, wenn der Versuch nischt wird, dann machen wir den nächsten Versuch und so weiter. Sag ich. Genau. Er scheint intelligent zu sein, es macht genau das Richtige. Er hört nicht unsere Feuerangriffe. Das wäre nämlich auch die Gefahr, wenn wir Flammenwurf machen und es macht vor uns Läuterfeuer und wir kriegen nochmal stärkere Feuerattacken. Das wäre nochmal eine Gefahr. Ja, okay. Oh, ist glaube ich nicht besonders langsam, aber es ist Level 70. Hat bestimmt eine schlechte Fangquote. Natürlich. Es hat... Voll. Probier mal, was ich... Schwerball oder so, spaßeshalber. Keine Ahnung. Also die größte Leuchte am Horizont ist es auch nie. Wann geht's daneben? Es hat nicht mal getroffen. Ging daneben. Meine Fresse. So. Bye bye. Andererseits überlege ich gerade, Antikraft hat plus 5 AP. Läuterfeuer hat plus 5 AP. Bodyguard hat glaube ich 20. Und was Strafattacke hat, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass Ho-Oh dann sehr bald bloß noch Strafattacke kann. Ich glaube, Strafattacke war sowas gewesen, wenn das Pokémon... Darum Batwoman für später aufheben. Wenn er nämlich Läuterfeuer verballert hat und Antikraft, dann haben wir Batwoman, die es mit Überreste und Ruheort sehr lange im Kampf halten kann, damit wir länger Bälle werfen können. Wir können ja auch jederzeit wiederbeleben. Ja, aber ich meine einfach bloß, dann soll es die AP auf was anderes verhunzen als auf Batwoman. Ich überlege, Strafattacke war, glaube ich, gewesen, wenn du ein Pokémon hast, was besiegt wurde und du setzt das nächste einmal Strafattacke kann, ist die Attacke, glaube ich, nee, das ist Heimzahlung.
Das ist so. Eine normale Attacke. Starke 100, nicht? Das hast du früher von, also in Rubin und Saphir hast du das von deinem Vater, dem 5. Arena-Leiter, als TM bekommen. Rubin und Saphir? Ne, da gab's Fassade. Von deinem Vater gab's Fassade. Heimzahlung gab's noch nicht in der 3. Generation. Dann gab's in Oras, also in den Remakes, das als TM. Das kann sein, aber ich bin mir sicher, in der 3. Generation hast du Fassade bekommen. Ja, dann gab's halt Fassade. So, mein Glück am Überleben war 1. Ich da dran. Ho-Oh, bestimmt Spezialangriff und schnell oder nur Spezialangriff und was anderes? Es ist Spezialangriff, ob es noch mehr ist, weiß ich nicht. Aber es ist scheinbar sehr, sehr oft gesehen im Über. Also es ist. Obwohl nicht so oft, weil es hat ja doch eine vierfache Tarnsteinschwäche. Das heißt, wenn du es einwechselst, hat es schon bloß noch 50% der KP. Wird denn im Über so oft Tarnsteine verwendet? Ja, na eben drum. Na gut, die ganzen Vögel-Pokémon sind da. Ja, ja, na klar. Gut, okay, die Vögel sind jetzt nicht im Über drin, aber du machst. Mit, also Tarnsteine hast du eigentlich immer. Von allen durch Gwauden wird oft mit Tarnsteine genommen. Okay. Du hast in jedem Tier hast du eigentlich Tarnsteine drin. In jedem Tier? Ja. Also Tier nicht im Sinne von animalisches Tier, sondern im Sinne von. Weißt du was? Weißt Kampfliegertier. Wenn wir jetzt eigentlich den Emulator-Safe wieder laden und dann wieder anfangen, ist dann der zweite Ladungsstoß wieder ein Volltreffer von Amthor? Nein, das habe ich. Also, das kann ich sagen, wirklich ist nicht so, weil sonst wäre auch, als ich in den Top 4 war, offscreen, um unseren Spielstand wieder herzuspielen, war der allererste Kampf gegen Siegfried, dass sein Garados schneller war als mein Hulk Hoden. Er hatte Kaskade gemacht, Volltreffer, ich bin zurückgeschreckt und war im roten Bereich. Da habe ich gesagt, feg dich. Neu geladen und dann war sein Kaskade bloß normal, ohne Zurückschrecken. Ich war im grünen Bereich und das hat mir besser gefallen. Okay. Der Formel folgend müsste jetzt der Kampf, wenn wir ihn komplett vorm Kampf neu laden, anders aussehen. Gut. Wir können ja auch um den ganzen Mal sehen, jetzt gehen einfach an das Pokémon in die erste Stelle setzen. Na, also ganz ehrlich, vielleicht wäre es wirklich nicht so schlecht, weil Strafattacke scheint ja physisch zu sein. Oder? Ja! Oder wir müssen halt nicht nochmal neu laden, sondern was ist der Fluch des Rebooter? Rebooter rockt alles. Es besiegt Pokémon, es fängt Pokémon. Es ist übrigens ein Regenbogen. Dann schaffen wir in der Folge tatsächlich nochmal Alabastia zu kommen. So, wie möchtest du diese Bestia nennen? Du hast Ifrit verballert. Gibt es noch einen Feuervogel? Na, Phönix vielleicht. Ansonsten wüsste ich nicht. Phönix auch eine Beschwörung in Final Fantasy? Ach so? In einigen, ja. Der kommt dann und belebt alle seine Leute wieder. Manche ja, Final Fantasies. Also es ist offensichtlich ein Phönix. Wenn du möchtest, können wir es Phönix nennen. Sonst wenn dir was Besseres einfällt? Na, besser nicht. Ich hätte wieder bloß Bullshit-Name im Angebot. Welchen denn? Naja, es ist ein schwuler Regenbogenvogel. Nein, also wir könnten ihm auch gern, weil es ein legendäres Pokémon ist, einen ernstzunehmenden Namen geben. Ja, dann nehmen wir Phönix. Dann machen wir also ein Phönix daraus. Mit Ö? Ja. Die... Vermute ich mal nicht Y. Da kann ja sein, dass die irgendeine andere Speicher. Wo? Ah, nimm Ö. Ich weiß nicht, ob mit OE oder mit Ö. Die ist, glaube ich, bei jedem Final Fantasy anders geschrieben. Ja, eben, oder? Machen wir Phönix. Ja. Der Föhn tut nichts, ist ein Phönix. Gottes Willen. Können wir wegfliegen von hier oben? Ich hoffe mal. Ich weiß es nicht, aber man kann auf jeden Fall Fluchtseil einsetzen. Haben wir davon noch welche? Ja, klar. Wir hatten doch die ganze Zeit immer Schaufler gehabt. Da braucht man dann die Fluchtseile. Let's fly to the Pokéliga. Und dann direkt nach Vertania City weiter. Vertania City and then we watch the Wesen of our Pokémon. The nature. The typical nature of a Ho-Oh. It's a Ho-Oh. I'm broken because this Ho owes me cash. Oh mein. Das sind die beiden Orte, die uns noch fehlen? Genau. Alabastia. Das ist ein sehr schönes T-Shirt, was ich auch gern hätte. Erzähl nochmal, Ho-Oh. Was? Nee, was? He owe me cash? Nein, also Ho, also nicht mit H-O geschrieben, sondern das englische H-O-E ist ja auch ein umgangssprachliches englisches Wort für Hure oder Schlampe. Ja, das habe ich ja. Genau. Und O, also nicht O-W-E. Als O-H, sondern O-W-E, ist ja für Schulden. Und das ist quasi. Ach, das war Laien. Nee, dann schon. Und das ist quasi der Satz, this Ho owes me cash. Und da aber statt Ho und O's ist halt ein Ho-Oh mit einem Apostroph S in diesem Satz drin. Ah, okay. Das ist auch ein T-Shirt-Design von Nate Wants to Battle, um mal ein bisschen Werbung zu machen. So. Erst müssen wir unseren VM-Sklaven mitnehmen. Genau, der VM-Fritze. Da haben wir gesagt, wollten wir ablegen... Hundemon. Genau. Mit Sushi to go.
Und jetzt wollten wir gucken, kaut sich. Wir können natürlich auch gern Quabo Es hat die Zauberasche dabei. Wollen wir es wegnehmen, ja, oder? Na klar. Kaut sich ist ein neutrales Wesen, bleibt also alles wie gehabt. Was und kann denn die Strafattacke? Es ist Unlicht, hat auch plus 5 AP. Je stärker der Gegner durch Statuswerteveränderung ist, desto stärker wirkt diese Attacke. Also quasi, wenn du Antikraft machst und all deine 6 Werte plus 1 bekommst, ist die Attacke mega mächtig. Leuterfeuer ist physisch. Was? Der hat doch mehr Angriff als Spezialangriff. Was? Warum? Wer hat sehr hohe Spezialverteidigung? Wieso ist denn Leute? Wieso hat der hohe Spezialverteidigung? Ich dachte, der ist der offensive Partner. Das dachte ich auch. Weil Lugia ist ja auch der defensive. Na, ist egal. Okay, also Leuterfeuer scheint physisch zu sein. Okay. Wieder was gelernt. Schau mal, das war das, was wiederbelebt, Alter. Genau, und das haben wir jetzt zweimal. Was hat Lugia eigentlich gehabt, wenn man es fängt? Gar nicht. Diskriminierung. Ich hätte doch gesagt, wir hätten von zur Not auch Quappo rauslassen können. Der kann ja in der nächsten Arena punkten. Aber wenn das wirklich nur ein Trainer ist, dann ist das auch egal. Zumal wir da würfeln, also wird er da auch nicht so viel punkten. Machen wir weiter nach Alabastia, oder? Ja, ich würde die Thema da reinhauen. Ja, jetzt können wir auch wieder ein bisschen was gucken. So, wenn uns wirklich danach ist, dass wir dort noch ein paar Items wollen, können wir das ja jederzeit nachholen. Genau. In Alabastia gibt es einen sehr angesehenen Pokémon-Forscher namens Professor. Ich habe ihn noch nie gehört. Macht der Radio? Wusstest du, Professor Eich, Professor Lind, Professor Esche, die sind alle nach Bäumen benannt? Ja, wusste ich. Hätte ja sein können. Ich stehe jetzt auf den falschen Fuß erwischen. Wie heißen die anderen Professoren? Esche. Gott, wie der in der vierte ist, kriegt der gerade gar nicht. Zweite war Lind, nicht wahr? Genau. Dritte war Esche, oder? Nein, Esche ist fünfte Generation. Das war die erste Frau. Der dritte ist Birk. Stimmt. Vierte habe ich gerade gar keine Ahnung. Ein bisschen wieder hoch. Vierte habe ich wirklich gar keine Ahnung. Fünf, wie gesagt, ist Esche, das war die Frau. Und sechs ist der Franzosendoktor. Wie hieß denn der auf Deutsch? Im Englischen, weil ich spiele es aber so auf Englisch, heißt das Sycamore. Ah, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Hulk Hoden! Fokus stoße ihn zu Klump. Ladungsstoß reicht auch. Hauptsache du stoßt. Auf Fokusstoß, Ladungsstoß, Hauptsache Stoß. Oh, hat gar nicht so lange gedauert. Erstaunlich. Und sie haben es auch beim ersten Versuch schon gefangen. Also nicht beim ersten Ballversuch, aber beim ersten Kampf. Also ich meine, für die Anzahl der Bälle war es wahrscheinlich durchschnittlich, wie man für ihn braucht. Es hat halt nicht so lange gedauert, weil wir zwischendurch nicht einmal gestorben sind. Ja, das meine ich halt. Bei Lugia mussten wir ja einmal den Kampf resetten. Und das, was mich auch erstaunt hat, weil ich bin es eigentlich gewohnt, dass man solche Kämpfe mehrmals resetten muss. Man kann natürlich jetzt sagen, wir hatten Bad Luck, dass wir nicht paralysiert ist, aber das ist ja auch eine Glücksfrage. Wenn er sagt, du fängst mit 20%, wenn er paralysiert ist und zu 10%, wenn nicht, kannst du ja trotzdem beim 10% beim ersten Mal klappen, bei 20% kannst du trotzdem 500 Versuche brauchen. Das ist halt das Wahrscheinlichkeit. Das sind halt Prozente. Die zwei Trainer haben wir gegen, heißt sofort Ring frei. Na dann, pack deine Boxhandschuhe aus. Geht los. Björn. Ach Gott. Björn Höcke von der AfD. Die Frage ist jetzt, wenn wir Fokusstoß machen, weil es ja auch Psycho ist. Ampelleuchte, oder? Ampelleuchte. Ja. Bam, 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 bam. Es ist 10 Level schwächer und trotzdem schneller. Macht Weckruf auch bei schlafender Pokémon mehr Schaden? Oder ja, weckt es ja na klar, das ist doppelt so stark. Donerschlag. Ach, was soll das mal? Datenstoß. Na, dann hat kein Dönerschlag. Es komm, paralysier uns noch. Es macht Körperschlamm. Ich habe den Controller in der Hand, das heißt, es geht wieder in die Hose. Aber wir haben ja kein Wahl-Item. Womit ich mich jetzt mit einer Donnerattacke gegen einen Boden-Pokémon festgefahren hätte. Du wärst mit Ampelleuchte festgefahren. Ja, wenn ich ein Wahl-Item hätte, würde ich da ein bisschen mehr drauf achten, was ich einsetze. Ja, der ist ja... kommt wieder Magma, wo wir bei Magma sind. Du Trottel, bist der Letzte, der bei Wahl-Item drauf achtet, was er einsetzt. Du erinnerst dich an deinen Makago-Kampf. Ja, weiß ich ja, den hab ich gesagt, kommt wieder Magma, Makago. Ey, wenn ich daran zurückdenke, dann wird es bestimmt sein drittes Pokémon ein Electek. Könnte ich mir vorstellen. Ja, klar. Ach komm, Magma. Das konnte in der ersten Klasse, das ist auch schon Konfustreich, glaube ich, ja, oder? Das konnte es, glaube ich, schon immer. Ich denke, ja. Ich dachte damals immer, weil Konfustrahl immer trifft und Superschall nicht immer, dass die Verwirrung von Superschall mehr Schaden macht. Dachte ich mal, als dieser ersten Generation zu ein kleines Kind. Liebes Publikum, geht es Ihnen auch so, dass Sie gerade ein Déjà-vu-Erlebnis haben? Du auch, oder? Ja. Ich dachte, es kann nicht sein, Konfustrahl, das trifft nein, ja immer. Nein, das meine ich damit, das hast du in Folge 10, 11, 12 oder so schon mal gesagt. Mir kommt gerade Déjà-vu aus Hana, hat trotz Verwirrung angegriffen, wir sind trotz Verwirrung selbst verletzt.
Gut, okay, ja. Aber nein, die Information oder die Anekdote hast du schon mal erzählt, das meinte ich mit dem Déjà-vu. Nein, Verwirrung ist wirklich immer der gleiche Schaden. Ich konnte mir nicht verstehen, ich dachte, wieso Superschall, das trifft doch nie und soll aber genauso soll genau denselben Effekt haben wie Kompustor, was immer trifft, dann ist Superschall viel dümmer. Na, ist es ja auch. Ja, das wusste ich ja damals nicht. Das ist doch, Tackle ist eine normale Attackestärke 35 und Stärke normale Attackestärke 80. Dann haben auch beide keine Effekte. Das Tackle doch viel dümmer. Ja, ist es. Ja, das ist so mit kein Effekt, die kannst du ja nicht alle vergleichen. Fokusstoß? Klar. Trifft sogar, welche Überraschung? Kelke Surprise? Das müsste dich ja freuen, dass du diesen schwarz-gelben Fußballfan umrupst. Der überlebt bestimmt. Ja, aber das ist ja Ende des Kampfes abzusehen, dass du ihn umrupst. Mit einer Ampelleuchte. Ja, und den könntest du Ausschlag machen, aber wirklich hat irgendwie irgendwas Elektro, was absorbiert und dann Voltabsorber. Übrigens, Ampharos wollte auf Level 51 Lichtschild lernen, habe ich nicht beigebracht. Gute Entscheidung. X-Bart wollte auf 51 Luftschnitt lernen, habe ich auch nicht beigebracht. Auch gute Entscheidung. Weil das Lichtschild nicht wirklich sinnvoll ist, eine Luftflugattacke auf speziell das ja. Ist X-Bart nicht so gut. Außer man will schon fliegen. Was wollen wir noch jetzt weiter? Jetzt könnte man natürlich rumheulen, aber Ruheort ist doch auch eine Flugattacke, stimmt? Ruheort, ja, ist für mich eigentlich auch auf dem Index. Achso, ich wollte, dann muss ich natürlich eine Dings noch heilen. Oder wir setzen halt zurück, weil er gerade ein Level up hatte. Oder wir machen da. Na, wir kommen eh in kein Pokécenter, wir müssen nicht eh heilen. Haben wir noch eine Kumu-Milch? Wollen unsere Carbon-Dings alles mal verballern? Ja. Jetzt gleich? Können wir machen, wenn man jetzt eh gerade eine kleine... Ja, wenn du gerade... Ach, ey. Soll ich wieder die Maus bedienen? Ein Parkinson-Syndrom wieder an der Maus? Wir haben gerade das Pokémon, dem ich das Carbon geben wollte, nicht im Team. Hundemon. Ja. KB Plus kann man hier weitergeben. Ich muss Batwoman geben. Wegen kann schon nicht mehr. Batwoman und Harald haben schon beide den Wert erreicht. Und ich gerade wechseln. Du, auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Haben beide schon den Wert erreicht, dass man keine Vitamine mehr geben kann auf KP. Okay. Du hast einen Absol. Stanislaus. Boah, ich liebe Absol. Das ist ein so geiles Pokémon. Physisch stark und schnell vielleicht? Oder nur genau. Physisch stark? Physisch sehr stark. Aber warum mache ich nicht Ampelleuchte? Na, weil Kampf auch Vorteil hat. Ja, aber die Ampelleuchte trifft wenigstens. Wäre es wahrscheinlich tot. Hat bestimmt keine Verteidigung, das Vieh. Nicht sehr viel, nein. Leider. Ich meine, das ist Spezialverteidigung in dem Fall, weil wir nein, halt auch generell. Also Angriff ist mega mächtig. Hat auch eine Megaform. Genau. Der ist noch besser aussieht. Du spielst das, glaube ich, mit Schwertanz, Tiefschlag eventuell. Ja, ist auch so Hauptset. Und da sind wir ja mit Ampelleuchte direkt auf dem richtigen Slot. Ist wahrscheinlich schneller. Ist ja. Natürlich schneller. Psycho-Klinge war gerade eine Psycho-Attacke, die Füße trifft. Ich war wie Zen-Kopfstoß. Genau. Ich glaube, das lernt Simsala auch, aber wer bringt da sowas Simsala bei? Richtig. Das ist Schwachsinn. War ja klar. Nicht mal verwirrt ist das Vieh. Nee. Und selbst wenn, hätte es doch eh wieder normal angefangen. Macht bestimmt Finale und wir müssen neu anfangen. Ich fand das in der ersten Generation so geil, dass man Relaxo-Explosion beibringen konnte. Das kannst du immer noch beibringen. Was ja auch bei vielen Relaxo-Sets an Attacke dabei ist. Weil einfach man sagt, das Vieh ist ja nur da, um viel auszuhalten und den Gegner länger zu stören und ein bisschen Schaden zu machen. Und wenn es halt kurz vorm Draufgehen ist, na dann boom. Okay. Und dann mit dem Item Zauberasche zum Tragen kommt's wieder, nicht wahr? Wir wollten ja eh alle Pokémon auf Level 55 trainieren, haben wir ja gesagt, nach 53, das hatte ich doch. Hast du letztens gesagt, ja. Deswegen ist, passt ja ganz gut, dass Harald jetzt noch dabei ist. Nicht Harald Halkon. Übrigens, heute Abend ist WrestleMania. Ist das dann der Kampf, wo der junge McMahon gegen... Gegen die Undertaker antritt? Ja. Genau. Schade, dass ich den nicht gucken kann, weil ich morgen um 4:30 aufstehen muss. Tut mir leid. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, wenn du gar nicht schlafen gehst, bist du pünktlich zum WrestleMania-Ende, kannst du aufstehen. Die Route war damals nie so lang. Nee. Also schon, nein, obwohl, nein, stimmt, die war kurzer. Du da, wie wär's mit einem Kampf? Aber immerhin kann man sie immer noch ohne Grasflächen rückzus. Das war ja gar nicht geplant, dass wir diese Folge, dass wir das schon schaffen. In der Folge kommen wir gleich ein bisschen weiter voran. Ja.
So. Ich bin meine Ampelleuchte gefangen und ist nicht mal sehr effektiv. Du bist nicht gefangen. Ja, aber Fokusstoß nicht effektiv, Rest auch nicht effektiv. Ist mehr als die Hälfte? Ach, es absorbiert Sonnenlicht. Und? Genau. Also machen leider wir geht gerade die Sonne unter am Spiel. Es ist 18 Uhr durch. Vielleicht ist gerade die Dämmerung auch schon vorbei. Nee, wir haben den Kampf auch schon nach 18 Uhr angefangen. Dann hätte jetzt schon hinten richtig dunkel sein müssen. Jetzt vielleicht 2 Stunden Dämmerung. Und Starmie, das passt ganz gut. Da haben wir ja 3 sehr effektive Attacken. Es kann eine starke Psychokinese machen, es könnte Hydropuppe machen, es könnte Surfermaus, macht Blizzard. Na klar, das würde ich einfrieren. Das ist wie mit Flammenwurf gegen einen Makago zu kämpfen. Nee, das eine ist einfach nur Pech, das andere ist Dummheit. Andere ist Schwefel. So. Wer ist denn Sylvia? Kann ich mit Y. Guten Tag. Sehe ich dann schon wieder eine 6 im Test? Es kommt davon, dass du... Achso, sie ist eine... Ich auf was, es kommt davon... Achso, das ist die Lehrerin. Du bist gar nicht Yannick, oder? Ich hab mich verwirrt, Entschuldigung. Aber das mit der 6 im Test, da hat sie eigentlich richtig, also eigentlich richtig am richtigen... Wer auch immer dieser Yannick ist, scheint in der Schule ein richtiger Pfosten zu sein. Ein richtiger Vollpfosten. So, darauf habe ich jetzt keinen Nerv mehr, hier noch 2 Zufallskämpfe, damit kann man alle... Das sind 8 Schritte. Ja, und da kommen bei meinem Glück 2 Kämpfe. Hättest du mir für die 8 Schritte auch das Ding geben können, dann wären keine richtigen bekommen. Sind in der Stadt des Anfangs. Haus von Blau. Auch hier haben die Kinder die Häuser und nicht die Eltern. Haus von Rot. Ich trainiere auch Pokémon, die dienen mir als Leibwächter. Wollen wir schon Alabaster noch erkunden, oder? Na klar. Alabaster weiß die Farbe der Anfänge. Ist ja nur 3 Orte. Genau, ich speichere mal kurz mal. Also das Labor gehen wir zum Schluss. Mehr gibt's ja hier nicht. Nee. Früher gab's noch ein 4. Haus, oder? Oh, hallo. Mein kleiner Rot ist auf Reisen und meldet sich gar nicht mehr bei mir. Wo er jetzt wohl ist und was er dort wohl so treibt. Wenn er sich nicht meldet, heißt das wohl, dass es ihm gut geht. Aber ich mache mir eben Sorgen um ihn. Magst du Rot oder Blau mehr? Rot. Ich habe Rot gecosplayed. Rot ist der allerbeste Pokémon-Charakter ever. Das ist die coolste Sau im ganzen Pokémon-Universum. Müssen mal gucken, ob sie auch geputzt hat im Haus? Ach, das ist die Mutter vom Champ. Da putzt die Mutter natürlich jeden Tag. Ja. Und das ist die Schwester. Sarah, hi. Ein kleiner Bruder ist Arenaleiter in Vatania City. Aber er verlässt die Stadt so oft, dass er den Trainer noch ein bisschen lebenswert macht. Gut, jetzt wissen wir schon, wer Arenaleiter ist. Ihr Bruder. Ja. Weil in der Tania City gab es ja nur vage Hinweise. Und jetzt ist das Haus von Blau. Dass er den Trainer damit das Leben schwer macht. Ja, also wie Giovanni ist auch Blau scheinbar nie in der Arena anzutreffen. Hier wird auch den ganzen Tag ein... Oh, siehst du den Unterschied? Im Vergleich zu Rots Zimmer. Blau hat einen grünen Teppich. Und Rot hat einen roten Teppich. Weil Blau im Original ja green ist. Weil da gibt es ja die rote und die grüne Edition. Hier ist aber eine rote Tischdecke. Das ist ja egal. Das ist eine blaue Tischdecke. Hier ist schon wieder überhaupt... Hier ist überhaupt nichts los. Ein Bett für 2 Personen. Gut, wenn der Bruder natürlich auf Reise ist, kann die ja den ganzen Tag hier abjingeln, aber trotzdem. Ich dachte gerade, du machst deinen Satz weiter mit gut, wenn der Bruder auf seine Schwester steht, dann ist das ja okay. Nee, das war super. Da unten gab es früher mal Tangela zu fangen. Ja. Das heißt, in Johto gibt es einen Ort, an dem man mit Leuten aus allen Herren Ländern seine Pokémon tauschen kann. Ein echtes Wunder der Technik. Ich glaube, das ist der Park der Freunde? Nein, er meint damit die Global Trade Station, die GTS. Das Gebäude, wenn du vom Radioturm noch weiter nach links läufst. Ah, okay. Sagt ihr immer noch, ich bin Eisgilfe? Du bist Cloud, nicht wahr? Hör mal, das hast du nicht von mir. Professor Eis Pokémon Talk wird nicht live ausgestrahlt. Was? Professor Eis Pokémon Talk kann man sowohl in Kanto als auch in Johto hören. Professor Eis ist echt eine Wucht. Früher hat der Typ gesagt, ich bin Professor Eis Gehörchen. Und da bist du zu dem Assistenten nach links gelaufen und der hat gesagt, ich bin Professor Eis Gehörchen. Ja, das hat Eddie gemacht in seinem Let's Play Pokémon. Dank deiner Arbeit am Pokédex machen die Forschungen des Professors große Fortschritte, Cloud. Das ist interessant. Weil wir so viele alten senilen Mann sprechen wir gleich, da liegt eine neue E-Mail im Postfach. Guten Tag, Professor. Warum nicht? Wie kommen Sie mit Ihren Forschungen? Erstens lesen wir fremde E-Mails, zweitens nicht verschlüsselt. Ja, na klar. Was mich selbst betrifft, nur ja, man kämpft sich ebenso durch. Cloud scheint sich übrigens in Kanto auch züchtig ins Zeug zu legen. Das stimmt. Geschichten von seinen Taten dringen bis zu uns nach Johto durch. Das freut mich sehr. Wir kommen aus Johto. Eben. Vielen Dank, viele Grüße auch von Professor Lind aus Neuborkia. Das ist aber schön. So, Eich, was hast du uns zu sagen? Oh, Cloud, danke, dass du den weiten Weg bis hier nach Kanto auf dich genommen hast. Na, was hältst du von den Trainern hier? Ziemlich stark, was? Ja, wie ich sehe, kämpfst du dir nach und nach auch die Orden der Arenaleiter von Kanto. Es ist sicher kein leichtes Unterfangen, aber du sammelst dabei bestimmt viele wertvolle Erfahrungen. Besuche mich wieder, wenn du hier auch alle Orden erkämpft hast. Ein Geschenk wird auf dich warten. Halte die Ohren steif, Cloud. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Nicht so gut. Was, 237? Und 43 Pokémon gefangen. Es ist noch ein weiter Weg bis zum Ziel, aber lass dich davon nicht entmutigen.
Das ist wichtig. Okay, ein alter Mann, der uns ein Geschenk geben möchte. Freude. Du bist zwar dumm wie Stroh, aber sie ist positiv. Man kann dich noch mit was vergleichen. Im Prinzip, gut, ich würde sagen, in der hier können wir eigentlich einen guten Cut machen. Genau. Wie es weitergeht, ist, denke ich mal, offensichtlich. Wir surfen jetzt nach Süden und kommen irgendwann auf der Zinnoberinsel an. Oder halt in Afrika, je nachdem, wo man... Oder halt in Afrika, dann gibt es noch die Seeschauminseln, ja, und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Arenen, die ausstehen. Und danach haben wir alle Möglichkeiten. Ja. Dann können wir jetzt aussuchen, ob wir uns von den Top 4 vermöbeln lassen wollen, von Siegfried und Sandra vermöbeln lassen wollen, von Arena-Leitern vermöbeln lassen wollen. Oder direkt vom Mega-Gym. Genau. Aber da sind ja wir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.